Aber auf jeden Fall ist er immer auch ansprechbar für uns. Und ganz nebenbei ist er noch ein Alleinstellungsmerkmal der Stadt. Und einer der Hoferwerschler Männer feiert in dem Jahr auch noch ein Jubiläum. Das ist der Michael Kuchenreuther, der Cookie. Der ist nämlich seit 40 Jahren bei uns in der Stadt, das wollen wir auch mal erwähnen. Der hat im April 1983 seine Genehmigung bekommen. Da war er noch ein junger Hupfer, steht bei Wind und Wetter in der Altstadt. Und wir wollen ihm weiterhin viel Freude wünschen bei der Arbeit und hungrige Gäste. Er ist leider nicht selbst da, nicht persönlich da, um sich seine Glückwünsche abzuholen. Aber wir wollen es trotzdem heute an dem Tag erwähnen, weil es einfach dazu gehört zur Hofer-Werschklamour-Geschichte. Und wenn Sie bei ihm vorbeikommen sollten beim Cookie, dann sagen Sie doch auch einfach mal herzlichen Glückwunsch. Cookie, wir haben an dich gedacht. Wo bist du geblieben? Wieso bist du nicht gekommen? Du warst doch eingeladen. Also ich habe ihm schon gratuliert und jeder, der möchte, kann das auch gern noch nachholen. Und bevor wir jetzt zum Applaus für den nicht anwesenden und bevor wir jetzt zur Verleihung des goldenen Werschklamours kommen, hören wir noch ein kurzes Musikstück. Und dann Trommeln, Tusch und dann kommt der zweite offizielle Teil. Bis gleich.